Ein Einwand, der klar oder weniger klar ausgesprochen wird, ist: vielen Dank für die gute Beratung, aber ich möchte noch mal woanders schauen. Oder manchmal wird es auch so formuliert: Sie sind das erste Haus. Dann würde ich ja immer sagen: Wissen Sie, dann ist meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass wir auch das letzte Haus bleiben. Also lassen Sie uns mal darüber reden, warum Sie weitere Möbelhäuser besuchen wollen. Das macht ja nicht unbedingt Spaß. So, wir müssen also erstmal rauskriegen, was der Kunde will. Also, was machen wir? Als erstes, Sie erinnern sich an den Prozess, großer weicher Airbag, puffern. Wir nicken dem Kunden zu und sagen: Wissen Sie, kann ich Sie gut verstehen, nicken, hören uns das Ganze unbedingt bis zu Ende an. Das ist das Wichtigste überhaupt. Entspannen unsere Schultern, lehnen uns zurück. Wenn wir einen Vertrag haben, weg. Wenn wir einen Stift in der Hand haben, legen wir ihn zur Seite. Wenn da ein Computer und eine Tastatur steht, machen wir es auch zur Seite. Nicken, hören uns das bis zu Ende an und fangen dann an zu puffern, indem wir aktiv zuhören. Das heißt, sagen: Verstehe ich Sie richtig? Sie möchten noch mal durch ein paar andere Möbelhäuser gehen, um sich mit der Entscheidung sicherer zu werden. Ja, dann: Ich bin okay, du bist okay, da kann ich Sie gut verstehen. Wissen Sie, die Leute laufen heute oft durch ziemlich viele Möbelhäuser und verbringen damit auch viel Zeit. Und es wird einem ja auch suggeriert in Funk und Fernsehen, dass man das so machen soll. Als nächstes kommt die Lupe raus, wenn Sie an den Prozess denken. Wir forschen nach und fragen, nur mal Interesse halber, was versprechen Sie sich davon, da noch durch andere Möbelhäuser zu gehen. Das kann in zwei Richtungen losgehen. Denken Sie an die Systematik, was lässt den Kunden zögern aus dem anderen Video. Es kann mit der Ware zu tun haben, es kann mit dem Preis oder der Summe Geld zu tun haben. Wenn die Kunden sagen: Ja, wissen Sie, vielleicht gibt es das woanders billiger oder vielleicht finde ich ein besseres Angebot, dann fragen wir nochmal nach. Gibt es außer dem Thema, dass Sie nicht sicher sind, dass das hier der beste Preis ist, den Sie kriegen können, noch irgendwas, was Sie zögern lässt? Denn oft wird nicht nachgefragt und dann geht man mit einem Preis um, hat eine Preisgarantie. Und als nächstes kommt es der nächste Einwand. Ich nenne das das Prinzip Wanderbaustelle. Und dann haben wir eine Preisgarantie gegeben und der Kunde sagt, jetzt muss er seine Freundin fragen. Und wenn man damit umgegangen ist, dann kommt das nächste. Also, wir stellen sicher, dass das der wirkliche Einwand ist, rütteln also den Vorwand mal beiseite. Wenn der Kunde aber sagt: Ja, wenn ich jetzt alle Möbelhäuser in der Umgebung abgegangen wäre und rausgekriegt hätte, Sie haben den besten Preis, dann würde ich das entscheiden. Würde ich auch so fragen. Wissen Sie, stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Runde beendet und haben festgestellt, in allen anderen Möbelhäusern hier, dass dieses Möbelstück kriegen Sie nicht billiger. Könnten Sie sich dann entscheiden? Und der Kunde dann sagt: Ja, dann haben wir den Einwand isoliert. Denken Sie an die kleine, eine feste Wand hinter der großen Vorwand. Und erst dann beantworten wir den Einwand und sagen: Wissen Sie, dieses Risiko kann ich Ihnen nehmen, dass Sie das woanders billiger kriegen. Ich gebe Ihnen eine Preisgarantie. Das heißt, wenn Sie innerhalb von 14 Tagen bei gleicher Leistung ein Angebot kriegen, was bei gleicher Leistung billiger ist, dann gehen wir nicht nur auf das Angebot ein, sondern wir gehen auch noch drunter. So, was das mit dem Kunden macht, ist, nimmt ihm den Stress im Kopf, dass er betrogen wird und das woanders billiger kriegt. Die Kunden gehen in den meisten Fällen gar nicht durch die Gegend. Die wollen nur die Sicherheit, nicht betrogen zu werden. Und das können wir mit der Preisgarantie sicherstellen. So, der Kunde beruhigt sich. Und dann machen wir einen Abschlussversuch. Denken Sie an den Wetterballon. Prima, dann gebe ich Ihnen jetzt eine Preisgarantie. Gehen Sie ruhig durch andere Möbelhäuser, kann ja auch Sinn machen. Wenn Sie es zufällig billiger finden sollten, bei gleicher Leistung, dann gehen wir drunter, kommen Sie einfach wieder zu mir und ich schreibe Ihnen das jetzt so auf, um Ihnen diesen Top-Preis schon mal zu sichern. Das ist die Einwandbehandlung für: Ich muss noch mal woanders schauen, weil ich mit dem Preis noch nicht sicher bin.